und herzlich willkommen zum 21. Weekend-Vlog, glaube ich, jetzt schon. 21 Wochen bin ich schon dabei. Oh. Ja, also herzlich willkommen zum 21. Weekend-Vlog. Ja, meine Computerprobleme sind noch nicht so wirklich behoben, aber ich komme im Moment gut klar. Ich hoffe, das bleibt auch so. Deshalb habe ich auch gar nicht großartig vor, darüber jetzt wieder zu reden, weil der letzte Weekend-Vlog, da ging es irgendwie nur darum. Trotzdem muss ich gucken, dass ich mich vielleicht ein bisschen kürzer fasse, was ich ja so gut kann, wie ihr wisst. Einfach weil ich jetzt hier gleich noch zu einer Geburtstagsparty fahre. Ich feiere zu einer Geburtstagsparty. Zu einer Geburtstagsparty fahre und zwar. Und zu jemandem, den ihr nicht kennt. Und dann noch übernachte bei einer anderen Freundin und dann morgen wahrscheinlich erst um 12 oder so, vielleicht auch ein bisschen später erst hier bin und naja, dann müsste ich den ja dann noch drehen und dann noch hochladen und ja, also wir kommen gleich zu meiner Austauschschülerin und naja, ich möchte dann morgen möglichst so wenig Videos wie möglich hochladen, weil ich ja mit meiner Choris gerne skypen würde. Ich erkläre gleich, wie das so im Zusammenhang steht. Kommen wir erstmal zu meinem Lesezeugs. Gelesen habe ich diese Woche ehrlich gesagt nichts. Ich gucke da so hin, weil ich natürlich immer noch bei Untot 2 Sie sind zurück und hungrig bin. Und ja, ich habe wirklich noch keine Seite weitergelesen. Irgendwie bin ich die Woche nicht dazu gekommen. Ja, aber das, ja, vielleicht schaffe ich das morgen und dann kann ich vielleicht morgen auch noch eine Rezension abdrehen, obwohl ich ja irgendwie gerade davon geredet habe, dass ich eigentlich, na egal. Ja, also, genau. Irgendwie ist halt komisch mit dem Reden. Und sonst habe ich auch nicht wirklich weiter was gelesen. Also meine Mutter hat sich mit mir zusammen ein Buch gekauft, das man jetzt aber nicht als wirkliches, also es ist schon ein Buch, aber kein Buch mit einer Geschichte, also so, sondern es ist so ein Sachbuch halt, da geht's um die Verarsche der Medien irgendwie. Keine Ahnung, das habe ich irgendwie angefangen, aber auch nicht wirklich, weil ich, ja, keine Ahnung. Ja, ich bin heute etwas zerstreut, bitte verzeiht mir das. Ja, kommen wir jetzt zu Skype und meiner Choris. Also, ich habe gestern das erste Mal mit meiner Choris, also meine Choris ist meine Korrespondentin, also meine Austauschschülerin von Frankreich, geskypt. Ich hatte ja vorher zwar schon E-Mail-Kontakt mit ihr, aber naja, das hat dann immer so ein bisschen gedauert und so, bis wir uns dann wieder gegenseitig geantwortet haben und jetzt haben wir das erste Mal geskypt und das war an sich voll cool, weil ich halt auch mal so in Echtzeit sozusagen mit ihr reden konnte, dass sie mir dann auch gleich geantwortet hat und dann haben wir uns halt auch ein bisschen ausgetauscht über generelle Sachen, so was wir machen, wenn sie hier ist und so. Und da habe ich auch erfahren, dass ihre beste Freundin, Juliette, der Choris, beziehungsweise die Choris von einer Freundin von mir ist und wir überlegen jetzt vielleicht am Wochenende was zu machen und dann wollten wir irgendwie, also Skype ist ja auch mit Video theoretisch, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, meine Verbindung ist immer wieder abgerissen und ich glaube, das liegt hat daran gelegen, weil ich ja gestern noch den 10 Bücher für den Rest meines Lebens Tag hochgeladen habe und ja, wenn ich was hochlade im Hintergrund, dann funktioniert das mit Skype immer nicht so ganz gut und deswegen, ja, will ich dann versuchen, falls ich morgen wieder mit ihr skypen kann, dass ich dann nichts hochlade, damit das dann vielleicht funktioniert und ja, sie hat mir den Cup-Song versucht beizubringen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Pitch Perfect, sagt euch das irgendwas? Da gibt es so ein Lied, da wird die Musik gemacht mit diesem Becher. Also da macht man so eine komischen... Also ich kann euch ja das zeigen, wenn ihr möchtet, was ich bis jetzt kann. Das ist aber nicht viel. Das geht 3 Sekunden und dann bin ich fertig, wenn ich das noch kann. Ich habe es gestern Abend geübt. Also geht halt darum, dass ein Beat entsteht, wenn ich das mache. Also ihr werdet ja das jetzt sehen. Ich gebe mein Bestes, kann aber nichts versprechen. Oh
Und weiter kann ich das ja nicht. Also so, und dann müsste noch irgendwas kommen. Und das ist dann halt irgendwie dieses, ja, dieser Beat. Dazu wird dann gesungen bei Pitch Perfect. Und dann machen die das halt immer wieder. Und dann, ja, haben sie halt selber Musik gemacht. Und da hat sie mir von erzählt. Und dann meinte sie, ich sollte das auch mal machen, weil ich gesagt habe, das sieht voll schwierig aus und so. Und ja, das hat aber dann nicht so gut funktioniert, weil, keine Ahnung. Und dann habe ich mir ein Video angeguckt auf YouTube und habe das versucht zu machen. Und dann wollte ich ihr das zeigen, aber wie gesagt, dann hat das mit der Connection nicht so funktioniert. Und naja, auf jeden Fall war das irgendwie voll cool, weil ich dann gleichzeitig auch noch mit Juliette geschrieben habe und der Chorus von, also meiner Freundin Lena. Und ja, wir überlegen auf jeden Fall, was zusammen zu machen. Dann hat mir meine Chorus noch gesagt, dass sie gerne Fleischwaren isst, nee, Wurstwaren und Fleisch, weil ich sie gefragt habe, was sie denn gerne essen möchte, wenn sie hier ist. Und dann meinte sie erst deutsche Spezialitäten. Und da habe ich gedacht, was sind denn jetzt deutsche Spezialitäten? Sauerkraut oder sowas? Ich meine, keine Ahnung. Naja, und dann habe ich ihr das halt so geschrieben, was ich so, also Kassler habe ich ihr geschrieben, Kartoffelsachen, also Kassler mit Kartoffeln. Gemüse mit Kartoffeln, Buletten mit Kartoffeln, Kartoffeln mit Kartoffeln und Soße und so. Und ja, dann hat sie mir halt zurückgeschrieben, dass sie gerne Wurstwaren oder Fleisch isst und sie ist auf jeden Fall kein Vegetarier. Also dafür, dass sie erst seit 2 Jahren Deutsch macht, ist sie auch schon ganz gut in Deutsch. Aber bei einigen Sachen muss man noch ein bisschen überlegen. Sie hat sich auch eins meiner Videos angeguckt, glaube ich. Und zwar das 25 Fakten, also das eigentlich 50 Fakten, aber irgendwie doch nur 25 Fakten Video über mich. Nur sie meinte, sie hat leider nichts verstanden. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Sie sollte ja auch nur mich nochmal sehen, weil ich habe ihr zwar ein Foto von mir geschickt mit dem Brief, aber das Problem war, dass das Foto schon relativ alt ist, also von vor 2, 3 Jahren oder so. Und ja, da wollte ich einfach mal kurz so meine Stimme zeigen, vielleicht auch mein Zimmer, wenn sie denn hier ist, keine Ahnung, dann hat sie das Zimmer schon gesehen oder so, obwohl man jetzt auch nicht so viel vom Zimmer sieht. Und ja, das war eigentlich ganz, ja, lustig, muss ich sagen. Und dann haben wir uns auch so ausgetauscht, was sie so für Musik hört. Sie hört gerne Rock und Rap und mag auch Imagine Dragons. Ich bin ja auch ein großer Imagine Dragons Fan. Und ja, also das wird bestimmt lustig, wenn sie herkommt. Sie kommt auch schon in 2 Wochen. Also sie kommt am 4.10., glaube ich. Das müsste übernächster Freitag sein. Kommt dann nachmittags. Dann wollen wir mit denen, glaube ich, bowlen gehen, was ich total bescheuert finde. Und dann bleibt sie bis Donnerstag. Das Bowlen an sich finde ich total bescheuert, weil erstens immer, wenn den Lehrern nichts einfällt, was sie machen können, aber sie ganz genau wissen, sie müssen irgendwas machen, dann gehen sie bowlen. Und zwar auf jeder Schule. Auf jeder Schule machen die nur, oh ja, lass uns mal bowlen gehen. Oh, wir haben nichts zu tun. Ja, lass uns mal bowlen gehen. Und da hat weder einer von uns drauf Bock, noch einer von denen, weil das ist nicht typisch deutsch oder keine Ahnung, um denen jetzt irgendwie mal irgendwas Tolles zu zeigen. Und außerdem fliegen die hier ja auch 1-2 Stunden hin oder so. Und als ich das letzte Mal 2 Stunden geflogen bin, war ich schon ein bisschen fertig vom Flug. Also das, wenn man noch nie geflogen ist vorher vielleicht auch, dann ist das schon irgendwie, also man hat jetzt keinen Jetlag wie Sau oder so, aber ist schon, ne? Und dann bowlen zu gehen gleich? Na, dankeschön. Naja, hoffen wir auf das Beste. Und dann wollen sie ja irgendwie in der Woche noch einige Sachen machen und wir müssten eigentlich schon längst den Plan haben und naja. Meine Lehrerin ist da ja nicht so. Ich weiß gar nicht, ob wir den Plan überhaupt noch kriegen. Und ja. Mein PC hat gerade, ist ja auch egal. Das war's eigentlich auch schon. Achso, und wir waren gestern wählen. Also jetzt sind ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob die heute sind. Oder morgen. Oder nächstes Wochenende. Auf jeden Fall sind ja jetzt irgendwie demnächst die Bundestagswahlen. Für den Bundestag, ist klar. Und dann haben wir bei uns in der Schule eine Juniorwahl gemacht. Das ist, ja, so ziemlich das Gleiche, nur dass unsere Stimmen halt nicht wirklich gezählt werden. Also sie werden schon ausgewertet, aber sie werden nicht wirklich, also wir wählen nicht wirklich. Wir wählen schon, aber es zählt nicht. Ne? Ist klar, weil wir ja noch nicht 18 sind und so. Und ja, ich habe die Piraten gewählt. Weil ich mir das Wahlprogramm von denen durchgelesen habe und das eigentlich ganz gut fand mit dem, was sie alles da so vertreten wollen.
Freiheit im Netz, weniger, also nie wieder ein Überwachungsstaat und so eine Sachen, unter anderem Adoptionsrecht für Homosexuelle und sowas. Und dann, ja, hat sie das so gemacht, dass das bei uns so wirklich ist wie bei einer Wahl. Wir sind hochgegangen in unsere Bibliothek, da standen da zwei Tische und da war dann sowas davor, dass man halt nicht sehen konnte, was man ankreuzt, weil das wäre auch, na egal. Auf jeden Fall, ja, hat man dann einen Zettel genommen, das angekreuzt, geknickt, in so einen Karton geworfen und ja, das war's. Genau, das wurde dann ausgewertet und bei uns in der Klasse wäre auf jeden Fall die CDU bzw. die CSU an die Macht gekommen. Und was nicht so toll war, war, dass unsere Lehrerin gesagt hat, dass mindestens 4 Schüler aus unserer Schule die NPD gewählt haben. Ja, also natürlich weiß niemand, wer das war, aber ist schon irgendwie ein bisschen, ne? Und so. Ja. Das war, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, das war interessant. Irgendwie weiß ich auch nicht. Wir standen da nur, dann haben wir es angekreuzt, sind wir wieder weggegangen. Dann haben wir gewartet, weil unsere Lehrerin das ausgewertet hat und haben uns, weil sie nicht hatten, Pause oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann hat sie uns letztendlich noch ein bisschen mehr über die Franzosen erzählt als unsere eigentliche Lehrerin, die dafür zuständig ist. Und naja. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, fahre ich jetzt, was heißt jetzt gleich, also um 15 Uhr, jetzt ist es 12.14 Uhr, fahre ich zu der Freundin, die Juliet als Choris hat. Deswegen kann ich auch gleich nochmal mit ihr reden, was wir zusammen machen wollen, wenn wir was zusammen machen wollen. Zu der fahre ich jetzt. Wir feiern Geburtstag bei ihr. Sie wurde jetzt 15 und ich schenke ihr ein Buch. Ich schenke ihr Spiegelriss. Das ist der zweite Teil, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile es davon gibt. Gelesen habe ich das auch noch nicht. Auf jeden Fall, ja, schenke ich ihr das. Und dann übernachte ich bei einer Freundin und ja. Das war's dieses Wochenende von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht interessiert es euch ja auch ein bisschen, was über die Choris zu erfahren und so. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Ciao!